Wir sind hier in der Ortschaft Altenmünster und wurden heute früh um 5 Uhr alarmiert mit einer Meldung Brand neben Gebäude. Die erstanrückenden Kräfte, die Feuerwehr Altenmünster, hat also gleich festgestellt, dass wir hier Feuer aus Nebengebäude und mittlerweile schon auf dem Hauptgebäude übergesprungen ist, und haben dann gleich die Erhöhung der Brandmeldung gemacht von B3 auf B4, wo weitere Einsatzkräfte dazu alarmiert worden sind. Es war eine Person im Haus drin, eine ältere Dame, die wurde dann auch gleich raus und wurde im Nachbarhaus bei Nachbarn betreut und dann dem Rettungsdienst übergeben. Ja, Sachschaden ist, dass der hintere Holzlech oder die Scheune, Scheunenteil, der ist komplett abgebrannt. Das vordere Haus ist ein Dachstuhlbrand, mit innen drin auch Zimmerbrände. Also auch hier für mich wirtschaftlicher Schaden, Totalschaden, aber das wird die Versicherung und der Brandermittler feststellen. Es waren ca. 130 Einsatzkräfte im Einsatz. Das war die Feuerwehr Stadt Lauringen, Altenmünster, Ballingshausen, Sulzdorf, Hofheim war noch dabei, Wettringen, Eidhausen. Also es waren vom ganzen Umgebung, Massbach, Rannungen, es waren einige Feuerwehren aus der ganzen Umgebung durch den B4 alarmiert. Ich bin heute Morgen gegen 5.30 Uhr informiert worden, dass das Dorfgemeinschaftshaus in Altenmünster einen Brandschaden wohl erleidet, und war dann kurz danach an der Brandstelle. Die Feuerwehr wird sicherlich bis morgen auch Brandwache halten müssen. Wir werden am Montag dann den Brand begutachten können und sicher über die weitere Vorgehensweise sprechen. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob es 2 oder 3 Jahre her sind. Da ist das Feuerwehrgerätehaus, das an eine Scheune angegliedert war, abgebrannt. Die damaligen Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Schweinfurt geführt, und das will ich ausdrücklich festhalten, es sind keine Ansatzpunkte dafür vorgelegen, dass es eine vorsätzliche Brandstiftung gewesen wäre. Die genaue Ursache kann ich Ihnen allerdings nicht sagen.